Herr Präsident, werte Kollegen, wenn ein Mensch arbeitslos wird, dann ist das immer eine persönliche Tragödie. Da gebe ich der Grünen-Fraktion auch recht. Wer arbeitslos ist, fühlt sich ausgegrenzt. Wer arbeitslos bleibt, fühlt sich aufgegeben. Ob jemand arbeitslos bleibt, hängt meistens von den persönlichen Umständen des Betroffenen ab. Fortgeschrittenes Alter, mangelnde Sprachkenntnisse, fehlende Berufsausbildung, gesundheitliche Probleme. Die Liste ist lang und die Gründe sind immer individuell. Bei der Problembeschreibung also, Frau Müller-Gemmecke, da sind wir uns einig. Nur wenn die Probleme individuell sind, dann verstehe ich nicht, warum Sie diese ausgerechnet mit einer Einheitslösung beheben wollen. Sie machen mit Ihrem sozialen Arbeitsmarkt, finde ich, drei kapitale Fehler. Erstens, Sie sind mit Ihrer Forderung völlig maßlos. Sie fordern einen sozialen Arbeitsmarkt für Menschen, die älter als 25 Jahre sind und die seit mehr als 2 Jahren keine Arbeit haben. Laut Bundesagentur für Arbeit sind das 479.000 Menschen. Das ist mehr als die Hälfte aller Langzeitarbeitslosen. Und das ist auch weit mehr, als uns alle Experten bisher angeraten haben. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung kommt in seinen Analysen zu folgendem Schluss: Maximal 300.000 Menschen, wenn überhaupt, kommen für einen sozialen Arbeitsmarkt in Frage. Diese Einschätzung ist eine Maximalforderung. In der Vergangenheit hat das IAB diese Zahl eher bei 100.000 bis 200.000 Menschen eingegrenzt. Und damit ist für mich klar, ist für uns als Union klar, mit Ihrer Forderung lassen Sie Menschen fallen, die einen Job finden könnten. Stattdessen werden Sie in ein System gesperrt, wo Sie schwer wieder rauskommen. Und das ist nicht meine Einzelmeinung, sondern das sehen auch andere so. Zum Beispiel der Volkswirt Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Er sagt, ich zitiere, viele würden sich dann, wie bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, in einer trügerischen Sicherheit wiegen, erst einmal untergekommen zu sein und sich nicht mehr eine richtige Arbeit suchen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kurz aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Das sorgt immer für Erhellung. Also insofern. Das ist aber nett, Herr Whittaker. Ich möchte zum einen klarstellen, dass wir nicht alle Personen im Auge haben, die länger als 2 Jahre arbeitslos sind, sondern dass eben die Perspektive auf dem Arbeitsmarkt und also das Vorhandensein von sogenannten Vermittlungshemmnissen und Einschränkungen ein zentrales Kriterium ist für das Konzept, das wir an dieser Stelle vorschlagen. Und insofern kann auch das zuletzt von Ihnen genannte Argument, das Sie zitiert haben, gar nicht greifen. Denn der sogenannte Lock-in-Effekt oder dieses sich einrichten in der geförderten Beschäftigung, anstatt eine in Anführungszeichen richtige Stelle zu suchen, träfe ja nur auf diejenigen Personen zu, die auch eine Perspektive am ersten Arbeitsmarkt haben. Aber das, was wir als sozialen Arbeitsmarkt bezeichnen, richtet sich ja gezielt und erkennbar genau an die Personengruppe, die auf absehbare Zeit gar keine Chance hat, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und daher rechtfertigen wir auch den sogenannten Passiv-Aktiv-Transfer, also das Auszahlen des Arbeitslosengeldes II als Lohnkostenzuschuss. Und mich würde vielmehr mal interessieren, wie denn die Formulierung im Koalitionsvertrag zu verstehen ist, die Sie dort gewählt haben. Sie wollen den Ländern den Passiv-Aktiv-Transfer ermöglichen. Warum steht denn dort nicht, der Bund übernimmt den Passiv-Aktiv-Transfer mit den Leistungen? Das steht da nämlich nicht. Also was damit zu verstehen ist, was wir den Ländern ermöglichen, wird der Gesetzgeber hier in diesem Plenum in seiner Weisheit noch genauer entscheiden. Da können wir im Ausschuss auch gerne miteinander ringen. Und das Zweite ist, wissen Sie, Herr Kurt, Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass Sie all jene, die über 25 sind und länger als 24 Monate einen Zugang zum sozialen Arbeitsmarkt öffnen möchten. Schreiben Sie da etwas nebulös rein, ohne absehbare Perspektive. Aber Sie haben in keinster Weise definiert, was denn diese Perspektive genau bedeutet.
Und da waren die Experten, die ich auch gerade zitiert habe, schon wesentlich weiter als Sie. Und gerade von Ihnen, Herr Kurt, der im Ausschuss so sehr die Detailverliebtheit auch immer wieder nach vorne stellt, hätte ich wenigstens erwartet, dass in diesem Antrag etwas Konkretes dazu steht, was ich ohne Perspektive zu verstehen habe. Das hier ist ein dünnes 6-Seiten-Forderungskatalogchen, das eigentlich die Beratung hier im Plenum nicht wert ist. Aber gut. Wir als Union wollen nämlich, dass die Menschen einen Weg in den Arbeitsmarkt finden und ihr Leben auch wieder selber gestalten können. Und mit ihren knapp 500.000 Personen schießen sie leider weit über das Ziel hinaus. Zweitens, sie schießen nicht nur über das Ziel hinaus, sie verfehlen es, finde ich auch noch deutlich. Die Grünen haben immer gesagt, und das habe ich auch immer nachvollziehen können, Qualifizierung vor Arbeitsplatzvermittlung. Ist ja auch selbstverständlich. Wer keinen Beruf gelernt hat, hat es schwerer, einen Job zu finden. Das betrifft auch immerhin die Hälfte aller Langzeitarbeitslosen. Aber dann müssen wir doch dafür sorgen, dass ein 25-jähriger Arbeitsloser einen Beruf erlernt. Sie hingegen wollen diesen 25-Jährigen im sozialen Arbeitsmarkt beschäftigen. Anstatt ihnen die Tür also zum Arbeitsmarkt zu öffnen, schlagen Sie diese Tür zu. Und was für ein verheerendes Signal geben Sie damit diesem 25-Jährigen, der dann sein ganzes Berufsleben nur noch in Helfertätigkeiten vor sich hat. Drittens, und das, meine werten Kollegen, ist das eigentlich Traurige an diesem ganzen Antrag, Sie schlagen nicht nur die Tür zu für die 479.000 Langzeitarbeitslosen, die nach Ihrem Programm keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt haben, sondern Sie schlagen auch den anderen 400.000 Langzeitarbeitslosen die Türe zu. Diese Menschen haben Sie nämlich leider nicht im Blick. Sie vergessen gerade diese Menschen, die in absehbarer Zeit noch eine Arbeit finden könnten, weil für diese Menschen haben Sie kein Geld übrig. Wir als Union wissen, dass wir mehr Geld ausgeben müssen, um Menschen in Arbeit zu bringen. Das ist keine Frage. Das haben wir übrigens auch mit der SPD verabredet. Aber ich bin der Ansicht, dass wir dieses Geld dazu nutzen sollten, Menschen in Arbeit zu bringen, damit sie finanziell wieder unabhängig werden. Ihr sozialer Arbeitsmarkt hingegen macht Menschen dauerhaft zu Sozialfällen. Sie manövrieren sie in eine Sackgasse. Wir als Union hingegen wollen Menschen Wege aufzeigen. Um das zu schaffen, sollten wir Langzeitarbeitslose unterstützen, eine Berufsausbildung zu machen. Ein Land wie Deutschland braucht keine Hilfskräfte, wir brauchen Fachkräfte. Um das zu schaffen, brauchen wir eine intensivere persönliche Betreuung. Die Union hat immer von einer Treppe in den ersten Arbeitsmarkt gesprochen. Eine solche Treppe müssen wir auch für die Berufsausbildung bauen, Schritt für Schritt die Menschen befähigen. Mir ist es wichtig, dass wir uns um jeden Einzelnen kümmern müssen. Dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, zeigte mir neulich wieder ein Fall aus einem Berliner Jobcenter. Dort hat ein älterer Mann nach 12 Jahren Arbeitslosigkeit wieder einen festen Vollzeitjob als Gärtner gefunden. Er arbeitet immer noch dort. Ja, ich weiß, es ist ein Ausnahmefall. Ich möchte, dass es der Regelfall wird. Ich bedanke mich herzlich, Herr Kollege Bitterger. Als nächstes die Abgeordnete Kerstin Takt für die Sozialdemokraten.